Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ihre Kommentatoren sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf eine hoffentlich packende Begegnung. Könnte eine klasse Partie werden. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Sie kommen über den Flügel. Jetzt ist der Platz da. Ist es das? Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Ein fantastisches Tor. Er setzt den Ball hier in den Winkel. Klasse gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Con il numero 11, Simone Zaza. Könnte jetzt was werden. Ball geht direkt wieder zurück. Eriksen, klasse! Auf Außen ist Platz. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Erstmal dazwischen gegangen hier. Mit Auge spielt den Ball in den freien Raum. Sasa! Was für ein Tor! So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Con il numero 11, Simone Zaza. Ah, sie verlieren den Ball. Super Tackling. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ist hier immer noch am Ball. Die kurze Variante. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen.
Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die Nutmegs mit einem Angriff. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Erstmal geklärt. Sie verlieren den Ball. Schöner Pass. Das war Pech, das ist Abseits. Ja, enge Geschichte. Da muss er einen Tick später loslaufen, dann wird es gefährlich. So ist es Abseits. Manu Garcia. Die Nutmegs holen sich den Ball. Er steht gut und hat den Ball. Er versucht. Könnte der Ausgleich sein. Der Ball war ziemlich harmlos. Klasse Pass. Chance auf den Ausgleich. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Und das war wichtig, dass die Fahne hochgeht. Sonst hätte er hier das Tor machen können. Eriksen jetzt. Eriksen, klasse! Da hat ja kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei, abhaken. Anspiel kommt gut. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Gute Aktion jetzt. Das macht er gut. Und da ist der Ball wieder weg. Der Ballverlust der Nutmegs. Viel mit Auge. Der muss natürlich ein bisschen genauer kommen. Dann wäre es eine gute Möglichkeit geworden. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ja, da ist Platz jetzt. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Ritter. Ecke kommt rein. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Was machen Sie draus?
Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Gute Chance. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Tolles Zuspiel. Gut in den Lauf gespielt. Tor durch Eriksen. Jeder weiß, wo seine Stärken liegen. Aber verhindern kannst du solche Aktionen doch nicht. Das ist schon klasse, wie er das macht. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Rete della formazione ospite con il numero 7 Christian Eriksen. Und zur Pause können wir uns als neutrale Zuschauer über Tormangel nicht beschweren. Es steht 4:1. Sasa ist heute richtig gut drauf. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie nochmal ins Spiel zurückkommen. Sasa. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Andrea Conti. Manu Garcia. Simone Sasa. An den Pfosten. Und er ist drin. Sie sind dran, aber eben nicht nah genug. Und so nutzt er dann seine Chance. Unter Druck macht er hier das Tor. Das war gar nicht schlecht verteidigt, aber da zeigt er, was er kann. Hier nochmal dieser Treffer. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Jetzt ist der Platz da. Das muss es sein. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Und jetzt Doppelwechsel.
Ecke kommt in den 16er. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Unaufhaltsam. Da ist die Hereingabe. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Er steht einfach immer. Und mit dem Tor verkürzen sie nochmal. Tolles Tor, den platziert er direkt neben dem Pfosten. Und da hat der Torwart keine Chance. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5:2. Sergi Gomez. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt ist er durch. Immer noch gefährlich. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann ist das natürlich klasse gemacht. Mit ganz viel Auge, ganz viel Gefühl und das Ding kannst du nicht mehr verhindern. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6:2 geht es hier weiter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Jetzt sind sie am Ball. Gefährlich jetzt. Ja, ganz sicher, Ball ist raus. Da verlieren sie den Ball. Guter Pass. Steil gespielt. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. So, Ecke kommt. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt gibt es Einwurf. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da gibt er zurecht. Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen.
Jetzt kommt hier der Wechsel. Gibt Einwurf. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ball kommt rein. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Na, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber Abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Manu Garcia. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Alles offen. Ja, gute Möglichkeit. Da sind Sie nicht nah genug dran. Der Ball geht rein, aber Sie sind weiter deutlich hinten. Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Der Spielstand. Ein Fest für die Zuschauer und uns. Ein Albtraum für die Trainer. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. So, was machen sie draus? Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Manu Garcia. Guter Vorstoß jetzt. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Der Ballverlust der Nürnbergs. Super dieses Zuspiel. Und er trifft. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das Spiel hier läuft genau so ab, wie wir es alle im Vorfeld erwartet haben. Ja, große Überraschung wird es hier nicht mehr geben. Zu eindeutig die Führung, zu eindeutig die Überlegenheit. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Wieder so ein klasse Pass. 5 Minuten gibt's obendrauf.
Schöne Aktion. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Jetzt der Ballverlust. Da kann er sich den Ball holen. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.